Le Boléro, la Eine Zauberformel, die die Melodie hervorbringt. Denn diese Schüler an der Marguerite-Perret-Schule sind auch so etwas wie Zauberer. In nur 9 Monaten haben sie gelernt, ein Musikinstrument zu spielen. Sie machen mit beim Projekt Demos des Straßburger Konservatoriums zur Zusammenstellung eines Orchesters junger Musiker. Hier hat man ihnen die Streichinstrumente anvertraut. Es gab nur 3 Instrumente, Geige, Cello, Bratsche. Ich spiele lieber Geige als Bratsche, also habe ich eine Geige bekommen. Seit einigen Monaten proben sie für ihren ersten Auftritt. Bald werden sie zusammen mit rund 100 Schülern in der Straßburger Philharmonie spielen. Ein junges Orchester für einen renommierten Konzertsaal. Will man nicht falsch spielen, muss man lernen, zuzuhören und auch hart arbeiten. Wir haben einen Dirigenten. Er leitet uns an und dirigiert. Manchmal muss man immer wieder von vorne anfangen. Immer wieder, weil man es nicht schafft. Das ist am schwersten. Schwer ist es in der Tat, denn sie müssen noch ein weiteres Instrument beherrschen, ihre Stimme. Der Höhepunkt ist dieser Song, Yukali. Bei Yukali geht es um einen, der in einem Boot sitzt und zu einer Insel segelt. Bravo, pas plus fort. Dies ist die Insel all unserer Träume. Zum Beispiel werfen wir all unsere Sorgen ab und haben auf dieser Insel Spaß. In 2 Jahren nach Ende des Demo-Projekts können die Schüler ihr Instrument behalten, falls sie sich verpflichten, weiter Musik zu machen. Und so weiterhin mit der Musik das andere Ende der Welt erkunden. Vous pouvez vous asseoir, super, bravo. Oui, vous pouvez poser l'instrument.